Das ist der Frontalangriff auf den Mittelstand, der uns nicht nur bevorsteht, sondern der bereits eingeleitet worden ist und der einen Teil des Mittelstandes bereits die Existenz gekostet hat. Es geht um die Plattformökonomie. Zur Plattformökonomie zählen all die Unternehmen, die das Internet als digitale Plattform nutzen, zum Teil für technische Innovationen, meist im IT-Bereich, hauptsächlich aber für Makler- und Vermittlerdienste. Zur ersten Gruppe zählen Konzerne wie Microsoft und Apple, zur zweiten solche wie Uber, Airbnb, Booking.com oder Amazon. Greifen wir einmal Amazon heraus. Das Unternehmen wurde 1994 von dem Informatiker Jeff Bezos gegründet, der damals als einer der ersten die Möglichkeiten erkannte, die das Internet als Handelsplattform bietet. Amazon begann als Online-Buchhandel, explodierte in ganz kurzer Zeit und ist heute global führender Online-Versandhändler. Amazon hat aber nicht nur Jeff Bezos zum reichsten Mann der Welt gemacht, es hat auch eine neue Geschäftskultur etabliert, die rasant um sich gegriffen hat und die Plattformökonomie heute weitgehend prägt. Der überwältigende Erfolg hat nämlich eine Vielzahl von Großinvestoren angelockt, die über riesige Geldsummen verfügen und nur in Extremen denken, was die Gewinne angeht, aber auch was die Methoden angeht, mit denen diese Gewinne erwirtschaftet werden sollen. Da das Internet weltweit operiert, breiten sich Unternehmen der Plattformökonomie schnell über nationale Grenzen hinaus aus. Ihr Markt ist nicht, wie bei klassischen Unternehmen, zunächst regional, später national und am Ende erst international, sondern umfasst von Anbeginn an die ganze Welt. Weil dieses Ziel, die Eroberung des globalen Marktes, die höchsten Gewinne verspricht, werden die Plattformunternehmen von ihren Großinvestoren oft zu einem gnadenlosen Kampf um die Marktführerschaft gedrängt. Sie nehmen oft jahrelang hohe Verluste in Kauf, nur um ihre Konkurrenten entweder in den Bankrott zu treiben, sie zu übernehmen oder ihnen die eigenen Bedingungen aufzuzwingen. Ihre Opfer sind dabei nicht nur andere Plattformkonzerne, sondern auch mittelständische Betriebe, zum Beispiel im Handwerk, in der Gastronomie, der Hotellerie oder im Beförderungsgewerbe. Sie alle werden durch Preisdumping dazu gedrängt, sich den Plattformunternehmen anzuschließen und sich ihrem Diktat zu unterwerfen. Tun Sie das nicht, drohen Ihnen schwere Einbußen und am Ende häufig der Bankrott. Als warnendes Beispiel sollte allen Mittelständlern Booking.com oder Flixmobility dienen. Booking.com ist im Internet unter dem Namen Booking.com, aber auch unter den Namen Expedia und Trivago zu finden und vermittelt hauptsächlich Hotelunterkünfte. Booking.com zahlt jährlich 1 Milliarde an Google, damit Booking.com-Anzeigen möglichst vor der Konkurrenz im Internet auftauchen, wenn man den Namen eines Hotels aufruft. Auf diese Weise hat Booking.com es geschafft, einen gewaltigen Bereich des weltweiten Hotelgeschäftes als Vermittler an sich zu reißen. Das aber hat für mittelständische und kleine Hotelbetriebe fatale Folgen. Booking.com diktiert ihnen im Fall einer Vermittlung nämlich die eigenen Bedingungen auf, unter anderem, dass Buchungen bis kurz vor dem vereinbarten Termin storniert werden können. Großen Hotelunternehmen macht das nichts aus, aber kleine Gasthöfe können damit auf Dauer sehr schwer leben. Das Problem ist aber, kleine und mittelständische Hotels können sich Booking.com nicht entziehen. Selbst wenn sie eine Website im Internet schalten, dann erscheint die irgendwo unter ferner Liefen und der größte Teil der Kunden wird das Angebot weiter oben unter Booking.com finden und das Hotelzimmer über die Plattform buchen, weil es ja auch für die Kunden Vorteile bietet.
Und Ähnliches wie bei Booking.com vollzieht sich im Gastronomiebereich, wo Plattformen wie Lieferheld und Foodora derzeitig unglaubliche Zuwächse aufweisen. Immer mehr Menschen und vor allem in den städtischen Ballungsgebieten bestellen sich ihr Essen heute über diese Plattformen und geben ihre Bestellungen an kleine familienbetriebene Restaurants weiter, allerdings gegen Provision. Diese kleinen Familienbetriebe aber konkurrieren mit Ketten. Und diese Ketten wiederum gehören den Investoren, die hinter den Plattformen stehen und die von ihnen natürlich auch bedient werden. Das heißt, hier entsteht zwischen den kleinen Restaurants und den kleinen Anbietern von Kiosken zum Beispiel ein Wettbewerb mit Ketten, der in Wirklichkeit kein Wettbewerb ist, da die Familienunternehmen auf Dauer gegen die Ketten keine Chance haben. Ein weiteres und letztes warnendes Beispiel ist Flix Mobility oder früher Flixbus. Das Unternehmen, das erst vor 6 Jahren gegründet wurde und dem selbst kein einziger Bus gehört, beherrscht heute mehr als 80% des deutschen und etwa 60% des europäischen Busgeschäfts. Geschafft hat es das durch sehr finanzkräftige Partner, die ihm erlaubt haben, mit unerhörten Dumpingpreisen ins Geschäft einzusteigen, so immer mehr Busunternehmen in die Knie zu zwingen und damit zu einer Mitgliedschaft bei Flix Mobility zu zwingen. Für diese bedeutet die Mitgliedschaft, dass sie für jedes verkaufte Ticket eine Zahlung an Flix Mobility leisten müssen. Und was die unternehmerische Freiheit angeht, am Tropf des Plattformunternehmens hängen. Opfer dieser Entwicklung im Bereich der Plattformökonomie sind aber nicht nur kleine und mittlere Unternehmen, sondern auch diejenigen, die ihre Arbeitskraft in den Dienst von Plattformunternehmen stellen. Da es sich bei diesen Plattformunternehmen ja offiziell nur um Vermittler und nicht um Arbeitgeber handelt, sind sie nicht dazu verpflichtet, für Arbeits- oder Versicherungsschutz zu sorgen. Die Folge ist in den meisten Fällen eine Scheinselbstständigkeit ohne jegliche soziale Absicherung und das meist bei sehr niedrigem Einkommen. Opfer ist aber auch die gesamte Gesellschaft, denn Plattformunternehmen erzielen zwar oft sehr hohe Umsätze, zahlen aber in der Regel kaum Steuern, da sie international operieren und ihre Firmensitze fast immer in Offshore-Steuerparadiese verlegen.